Okay, das wird wahrscheinlich jetzt häufiger passieren, dass wir immer hin und her, hin und her, hin und her laufen. Aber das ist der Machen, ne? Ich frage mich, ob es auch mal dunkel wird. Jetzt ist die Frage, ne? Ist das jetzt die echte Sonne oder so eine Scheinsonne, ne? Das ist ja hier so eine Kuppel, die macht ja auch nur so ein Scheinbild. Und ob wir das auch vielleicht ändern können, ob wir dann nach Belieben dieses Bild ändern können. So, 6, 3, 4, 1, okay. 6, 3, 4, 1. Bingo. Sie ist das wieder Killer. Verbindung sein. Farleys Haus. So we assume that Shavar, well, the attack is inevitable. We just don't know when. So Shavar and her family and others she trusts, I guess. Well, they'll arrive when they can. Without giving, you know, like covertly. So the plan will happen. In spite of our, we're locking down as much as possible here and moving.
But yeah. CW will stay here. And I'll go to Murray at the last possible moment. Most are gone. There's just a few left here now. The mayor got out early. I don't even know why I'm recording this. It's like somehow we'll live on or something. I guess this has meaning if someone listens, but who? A new one? A new Flight. Arriver. Oh, God, the kiosk out front. I need to update that message. Das hier, das interessiert mich schon sehr. Weil man sieht mehrere Welten. Also ich schätze mal, das ist bei Myst waren es Bücher, die die Portale zwischen den Welten waren. Und hier sind es quasi diese Samen. Vor allem Samenpaar wahrscheinlich. Also es gibt immer Samenpaare und man kann immer zwischen diesen Paaren reisen. Und es gibt das Herz. Das Herz ist wahrscheinlich immer der Baum auf den jeweiligen Planeten, wie zum Beispiel den Baum, den wir gerade eben hatten. Und man meinte eben, die Samen, die Bedeutung dieser Samen werden wir später noch erfahren. Man sieht, im Moment haben wir vier Planeten, vier Spezies treffen aufeinander. Also wir haben die Erde, unser Planet, wahrscheinlich auf dem wir vorher waren, oder wir waren wahrscheinlich auf der Erde, ganz am Anfang, bei dem See. Und vielleicht sind wir jetzt... Das Gewehr möchte ihre Übertragung sehen. Alex möchte die... Okay. Kommen wir zu einem weiteren Live-Let's Play. Also ein Let's Play in einem Let's Play, super. Vielleicht ist das hier der Planet Soria. Könnte ja sein, dass wir jetzt gerade auf dem Planeten Soria sind. Die sprechen ja immer von diesen Mofang-Technologie. Wir sind ja quasi in einem Gefängnis. Vielleicht der Mofang. Und da gibt es noch diese Viljana oder... was auch immer. Vielleicht sind die im blauen oder grünen Planeten und sie bekriegen sich. Maybe. Vierter Baum aus. Also erst müssen wir das Samenpaar, dann Pflanzen mit ähnlicher Atmosphäre finden, dann die tauschen und den Baum ausmachen. Okay, habe ich noch nicht ganz verstanden, aber... Mal gucken. Willkommen in Hundrat. Bitte erzähl uns etwas über dich, damit wir dich besser kennenlernen können. Name? Ich will gerne meinen Namen aufschreiben. Oh, also Samuel Caron. Januar 2017. Oh, aber der schreibt Januar 2017 auf den Grabstein, stand 1895. Wie lange leben die Leute hier schon? Ah, er fuhr über Madagaskar und dann kam Unglück und Samenmaschinen haben ihn gerettet quasi. Oh Gott, hier steht 1942, März, Deutschland. Ah.
Das heißt, diese Samen können durch die Zeit reisen. Datum der Zeit, aus der du stammst. Und alle erscheinen dann hier. Das ist quasi. Stammt aus mehreren Zeiten. 1988. 2042. Siebenhundertsiebzehn, was? 16? Okay. Sollte ich beunruhigt sein? Entschuldigung, es geht sofort weiter. So, ja, okay. Wir waren jetzt im Keller. Also jetzt wissen wir schon mal, was das bedeutet. Wir waren schon gar nichts. Jetzt müssen wir also gucken, was wir mit den Lasern anstellen können. Mit dem Baum, da will ich mich noch nicht befassen. Ich will ihm jetzt nicht irgendwie Wasser geben oder Wasser wegnehmen. Vielleicht müssen wir das gleich machen, aber ich bin mir noch nicht sicher, dass das richtig ist, dass wir das jetzt machen. Also wir müssen diese Strahlen tun, diese Mofang-Technologie deaktivieren oder kaputt machen oder. Ja, deaktivieren. Es hieß deaktivieren. Und man kann sie wieder zusammensetzen, was aber schwer ist. Den können wir vielleicht ändern. Boah, also vor allem, wir können den Strahl anmachen. Aber was bringt uns das? Mit dem Strahl können wir nichts anfangen. Also, wie lane sind die anderen? Diese andere Spezies, die kann diese Mofang-Technologie blockieren. Was zum Beispiel so ein Ding ist. Das ist von dem Mofang. Blau ist quasi. Nee, Quatsch. Die Farben haben nichts zu tun, weil der eine Strahl ist ja auch rot. Ich würde ihn ja gerne irgendwie. Okay. Now we're talking. Das will ich jetzt sehen. Das will ich jetzt sehen. Okay, wir haben jetzt hier was kaputt gemacht. Können wir den auch in der Höhe ändern? Vielleicht müssen wir den roten Strahl deaktivieren. Keine Ahnung. Okay, jetzt haben wir einen. Ich meine, jetzt haben wir das Teil hier kaputt gemacht, aber war es jetzt nur zu Demonstrationszwecken? Okay. Das ist toll. Das Ding ist jetzt kaputt. Haben wir jetzt kaputt gemacht? Haben wir gut gemacht? Rebellen!
einfach so, da will ich ja nichts machen. Was wir hier machen müssen, keine Ahnung. Was kann denn da schon schief gehen? Lass wir einfach mal so. La 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 la. Ach, das ist ein... Ach du Scheiße. Und wie fahre ich das Ding? Okay, aber wie fahre ich das Ding? Nee, ich will... Nein, das war... Ah. Ich will da wieder rein. So, ich würde... Okay, ja, das ist toll. Jetzt kann ich den schon mal bewegen. Diese Steine wahrscheinlich wegmachen. Cool. Jetzt bin ich mal gespannt. Können wir diesen Block da wegmachen? Schätze mal nicht. Nee. Das wird zu einfach. Ja, wo macht man den aus? Ich sehe nichts. Nein! Scheiße. Ah. Okay, die Frage ist... da hinten hin. Ah, warte mal erstmal. Muss es eigentlich immer so umständlich gemacht werden? So, wir fahren jetzt so rückwärts. Was wollen wir jetzt eigentlich wegmachen? Wollen wir wahrscheinlich die Steine mal wegbringen. Hier ist End of the Road, das heißt wir fahren... Würden hier rückwärts reinfahren? Nee, es wird nichts bringen. Wir müssen ja irgendwie wenden. Ah, wir fahren einfach hier rückwärts. Geradeaus. Okay, wie kommen wir aber denn da hin? Scheiße, kommen wir nur hier hin? Ah, wahrscheinlich können wir da noch was kaputt machen, ne? Da waren doch auch Steine. Ah, nee, verdammt. Doch! Da können wir durchschießen. Und hier leuchtet ja auch alles rot.